Hallöchen, hallo, ihr Lieben da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei Newcomer TV, einer weiteren Folge dieses wunderbaren Magazins, in dem wir regionale Musiker und Musikerinnen und Bands vorstellen. Wir gehen zurück in den August zur dritten Newcomer TV-Nacht aus der Musikhalle Portstraße. Und ich möchte euch jetzt einen Künstler vorstellen, der schon viele Jahre mit seiner Akustikgitarre, seiner Mundharmonika und seiner tollen Stimme auf den Straßen Europas unterwegs ist, mit wunderbaren Songs. Und an diesem Abend war er auch in der Musikhalle Portstraße zu Gast. Deswegen jetzt für euch Reverend Schulz. Funeral home was right next to my favorite bar. Five p.m. she's coming, she walks like a movie star. The hers is a black 600 Mercedes car. She's getting in for a ride to the place that seems so far. Graveyard Queen, Graveyard Queen. Careful gardener of God's green. Like E. Tim Burton's Halloween. Starts the engine to the sound of a steel guitar. When will she pick me up from my favorite bar? To invite me on a tour of her death bazaar. My graveyard queen, she looks like vampire. Wie geht's dir eigentlich zur Zeit, wo man als Künstler nicht mehr so wie früher einfach die Gitarre nehmen kann und irgendwo hinfahren kann und spielen kann? Alles muss vorbereitet sein, alles muss hygienesicher sein und diese ganzen Sachen. Wie ist das für dich? Naja, das ist total spannend eigentlich. Es ist so eine Art Ausnahmezustand. Also ist ja quasi ein Ausnahmezustand und man lernt die Dinge neu kennen. Man hat halt irgendwie eine andere Vorgehensweise. Man muss ein bisschen vorsichtiger sein mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet und so. Und es ist komisch, aber es macht auf der anderen Seite auch Spaß. Seen him before. Who's that man knocking on my door in the middle of the night? In the middle of the night. That man knocking on my door in the middle of the night. I got some dark memories coming into the light. There's a stranger knocking on my door. I don't know his name, but I've seen him before. Who's that man knocking on my door in
the middle of the night, in the middle of the night. I could take my gun, open the door and shoot him down, bury him in my backyard, 10 feet under the ground. And I could go to jail, or I could leave the land. At last I could be free, I got it in my hand. That man knocking on my door in the middle of the night, with his black trilby hat and his hidden anthracite. There's a stranger knocking on my door. I don't know his name, but I've seen him before. I got some dark memories coming into the light in the middle of the night. Du hast früher sehr viel in Bands gearbeitet, in unterschiedlichen Bandprojekten. Jetzt bist du als Reverend Schulz sozusagen ganz alleine unterwegs. Also jetzt auch hier zum Beispiel heute, normalerweise sind dann 5, 6 Leute in so einer Backstage und toben da rum, spielen Kickers. Wie ist es denn, wenn du dann so in der Backstage ganz alleine sitzt und was trinkst und immer alleine auch unterwegs bist zu deinen Gigs? Ist das schwierig für dich oder bist du eh gerne für dich? Also das ist nicht immer so, dass ich alleine bin. Es gibt durchaus auch noch Formationen, mit denen ich zusammen spiele. Und, aber die Vorteile liegen klar auf der Hand, wie heute zum Beispiel. Ich habe einen Kühlschrank mit 27 Flaschen Becks und 11 Flaschen Licher und diversen Softdrinks. Also das heißt, es bleibt für mich alleine und einen Tischkicker, aber den kann ich alleine nicht bedienen. Das ist sinnlos. Travel agency girl, you're so beautiful. You're raising up the eyes of a girl who works for the service department. I travel agency girl, every time I see you. Click so busy, first class or second class, smoking compartment. I will take you to Alaska to see the polar bears and the seals. Take a trip and up the airplane just for to know how that feels. I will take you to America. Get the Indians to know. I will take you to North Africa, where the dates and the pyramids grow. My travel agency girl, you're so beautiful. You're rising up the eyes of a girl who works for the service department. My travel agency girl, yesterday I saw you working on an application for a ticket to New Zealand. I will take you to Australia, the land of the kangaroos. Those old style hobo shoes.
take you to China to see the biggest wall in the world. I will take you everywhere, 'cause I want you to be my girl. Was ist die Welt in deinen Texten, wo du die Leute mit hinnimmst? Ist es eine surreale Welt? Ist es autobiografisch? Ist es, sind das erfundene Geschichten, also, oder metaphysische Geschichten? Oder was, wie ist die Welt des Reverend Schulz? Das ist sehr unterschiedlich. Ich halte mich prinzipiell an Alltagsthemen oder auch an Personen aus dem Alltag. Was das Autobiografische angeht, ist es so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich jetzt was verraten würde, ob es eine bestimmte Person in einem Song gäbe oder nicht, dann ist es oft so, habe ich festgestellt, dass Leute sehr enttäuscht sind, dass es jemanden nicht gibt oder, so. Oder gar eifersüchtig, dass es jemanden gibt. Okay. Das kommt immer kommt auf die Thematik und den Song an. Aber ich glaube, es ist immer besser, wenn man als Künstler seine eigenen Werke nicht erklären muss. Ich liebe diese Großaufnahmen. Ja, also die, wenn das Gesicht so richtig nah am Bildschirm ist und man sieht die Saiten der Gitarre, wie sie schwingen. Das war der wunderbare Reverend Schulz. Und wir gehen gleich zur nächsten Band über, auch aus der gleichen Newcomer-TV-Nacht, nämlich der dritten, im August aus der Musikhalle Portstraße. Und zwar Spunk, eine Indie-Alternative-Band aus Frankfurt, die mit aktuellen Album an diesem Abend konzertant zu hören war. Ein Riesenapplaus von euch für Spunk. All is on its way today. Again, same thing inside. Getting on the streets, no light that shines. Lay me down. I got home again. Day. Safe inside, getting on and standing on your side, everlasting night. I found home, please stay. Today, gone away. Ich, jetzt, wo seit März alles runtergefahren ist, was bedeutet das für euch? Seid ihr eigentlich, wenn, wie auch immer, erfolgreich, auf vielen Beinen stehend,
Profis, die von der Musik leben? Oder habt ihr alle noch einen Job, sodass es zwar scheiße ist, dass ihr im Augenblick nicht viel spielen könnt, aber im Grunde genommen geht es nicht an die Substanz, weil ihr lebt nicht davon. Wie ist das bei euch? Also wir simulieren ja Corona schon seit 25 Jahren quasi. Also von daher, weil wir meistens ja auch überhaupt nicht... Weil wir meistens ohne Publikum spielen. Oder auch kaum spielen. Nee, wir vermissen es natürlich auch, ganz klar. Ja. Und deswegen ist es heute mal so eine Bühne, sage ich mal, die da ist, perfekt dafür ist eigentlich. Ja. Mal wieder rauszugehen, in Anführungsstrichen, und nochmal zu gucken, dass wir doch ein paar Leute erreichen auch. Ja. Und auch der Schreiberling, der Bernd, wird wahrscheinlich auch vom Rechner sitzen. Ja, ich hoffe. Hallo. Ja. Bernd, danke nochmal für das für wirklich einen tollen Text. Ja. Ja. Wir haben natürlich alle einen Job nebenbei, ganz klar. Und ich glaube, das ist für uns so eine Herzensangelegenheit, Sprung. Das ist eine Freundschaft, die gepflegt wird seit Jahren schon. Ja. Und es vermischt sich auch so ein bisschen mit Salon Erika. So ein musikalischer Genpool irgendwo. Ja. Kannst du reingreifen, dann passt das irgendwo auch. Und ich glaube, vordergründig ist die Freundschaft und die Lust an der Musik einfach. Und die haben wir schon seit mittlerweile 30 Jahren, keine Ahnung, wie lange ihr schon zusammen Musik macht, du mit Rainer. Und das genau. Ich habe ja dich quasi entdeckt für unsere Band. Nee, das aber, ist meine Entdecke. Also was ganz toll ist auch, Freundschaft hin oder her ist auch schön, ne? Aber musikalisch ist es einfach so geil. Ich wollte es jetzt nur ein bisschen auf die Freundschaftsebene. Weil Matze spielt was, ich spiele was dazu, die anderen setzen ein und es passt. Und so entstehen auch viele unserer Lieder und wir haben einen ganz guten Groove dann so. Und ich glaube, das ist auch das, was uns dann immer wieder dazu bringt, im Proberaum einfach Spaß zu haben. Genau, das ist der wenige Druck, der uns eigentlich immer dazu nötigt, quasi was Neues zu machen. Also wir haben keinen Druck, dass es heißt, ihr müsst wieder was machen. So, wir machen das wirklich irgendwie aus Spaß und es passiert immer irgendwas im Proberaum. Das ist wirklich so. Ja. Und das ist, glaube ich, was, also kann ich behaupten, für eine Band einfach das Beste, was dir passieren kann einfach. Ne? Du gehst in den Proberaum, es passiert irgendwas. Oh,
shot away from me. Denkliche Menschen, die auch ein bisschen sich das über diese Musik einfach raushauen? Ja, also ich glaube, Musik, also wer irgendwie Musik fühlt, der hat, ist vielleicht nicht unbedingt immer melancholisch oder so, aber doch bewegt. Und das, also Musik, ich glaube sozusagen, sonst hätten wir es vielleicht auch nicht so lange durchgehalten. Das hat halt doch für uns eine Bedeutung und nach 2 Stunden oder 3 Stunden Proberaum kommst du auch immer so leicht gehirnwashed raus und hast mal alles sonst, was dich so nervt und stresst, vergessen und hast vielleicht wieder ein gutes Lied gemacht. Das kommt dann in unsere Sammlung und alle 2, 3 Jahre sagen wir dann, ey, lass uns doch mal wieder ins Studio gehen. Was soll ich sagen? Ich bin so bewegt über den heutigen Abend hier, über diese Folge Newcomer TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mal mit eurer Band auf einer der Newcomer-Nächte zu hören sein und zu sehen sein wollt, dann schickt mir einfach eine Mail an radio@virusmusik.de. Derjenige, der diese Kamera so wunderbar bewegt, ist der Jochen von Newcomer TV. Und ich bin der Seppel. Wir verabschieden uns von euch für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.